was auch immer zu verwandeln. Gerade draußen. Wenn ich um 3 nicht da bin, dann setzt's was. Ich wollte jetzt nur mal die Uhrzeit festhalten. Uhrzeit? Aha. Ja, 2 Stunden zu spät schon wieder. Und wie viel Uhr ist denn jetzt? Sag doch mal. 14:33. Die nächsten 2 Kilometer mit Tempo 40, hat er gesagt. Was ist mit 14 Kilometern? Nein, 40 Stundenkilometer. Ja, wir haben ja Zeit. Kein Problem. Es ist ja auch so, es hat ja keiner kommen sehen, dass es kalt wird im Winter. Das überrascht uns alle. Besonders auch von der Bahn. Sicherheitshalber fahren wir jetzt ganz langsam, damit nichts passiert. Ja. Ja, wird doch. Ich glaube, jetzt gibt er nochmal richtig Jass. Und schön? Ja, wir fahren wieder. Warte mal ab. Wir haben bestimmt noch einen in der Hinterhand, bevor wir da sind. Überraschungsschlag. Oberleitungsschaden. Personenschaden oder Notarzteinsatz? Eins tippe ich mal von denen. Bei dem Wetter könnte alles sein, wetterbedingt. Herzinfarkt, Depression, schmeißt sich vor den Zug oder die Leitung ist eingefroren. Ist alles noch drin. Ich tippe auf Oberleitungsschaden. Nicht denken, einfach rauslassen. Schon sehr schön. Gut. Was auf alle Fälle sein kann, ist natürlich, dass genau auf unserem Gleis ein Zug auch noch ist. Der ist defekt. Du meinst, dass unser Einfahrgleis belegt ist? Das Einfahrgleis ist belegt, aber nicht nur belegt, weil da ein anderer kurz parkt oder Leute einen ausschreiten, sondern dass er richtig lang belegt ist, weil. Genau, jetzt habe ich es. Weil der kaputt ist. Und deswegen fahren wir dann nochmal raus. Wir fahren die Strecke um Köln rum und dann, wenn man Westen kommt, von hinten nach Deutz reinzufahren, wo die S-Bahn fährt. So machen wir es. Wir erreichen hier Köln mit den Deutz, heute auf Gleis 12. Die nächsten Reisemöglichkeiten, Regional Express nach A. Ich warte jetzt nicht, weil ich später auf der Schau. Leck mich. Ein bisschen auf der Scheibe.